Hallo, 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 weiter geht's mit Kok. Willkommen dazu, ich bin der Lars, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren kleinen, schnuckligen Part. Wir sind wieder am Start und wir starten jetzt voll durch, denn der nächste Angriff steht schon vor den Türen. Wir greifen ihn mit den Drachen an und werden den Clan-Krieg bestreiten, werden versucht, das Ganze wunderbar zu machen und werden natürlich jetzt 3 Sterne holen, wie es sich natürlich gehört. Wir schauen mal eben nach, wie steht zurzeit. Es steht 72 zu 106 und ich glaube, das haben wir verloren. Empfohlenes Ziel mal eben aussperren, was wir so haben. Wir haben Drachen komplett nur dabei. 3 Elixiere mit Blitzen, also 3 Blitzzauber und wir haben einen Drachen noch in der Clanburg. Eieiei, Level 6 Abwehr, Level 6 Abwehr, Level 6 Abwehr. Sehr viele Level 6 Abwehren. Was für mich nicht so gut ist, Level 6. Eieiei, der ist richtig böse am Start. Das ist eine richtig harte Nuss. Ob wir da vorankommen und einige Sterne bekommen, ich weiß es ja nicht. Wie gesagt, der ist richtig krass. Der ist ja richtig krass unterwegs. Wir droppen die Scheiße hier rein, damit der hier schon mal weg ist. Das ist so die Variante, die wir am Start haben. Level 6, bitte, bitte, bitte. Jawohl. Und jetzt kommen die Drachen, die wir am besten so einsetzen. Sehr gut. Und da kommt dann This Boy hin. Und dann schauen wir mal eben, ob wir so schnell wie möglich die Luftabwehr down bekommen. Mir fällt drauf, das Spiel ist ein bisschen laut. Deswegen schreie ich ein bisschen rum. Ich hoffe, das ist okay. Mach schnell die Luftabwehr down, mach schnell die Luftabwehr down. Hier bei Banco die auch noch reingeklatscht, damit er ein bisschen die weghält. Luftabwehr ist böse. Ja, geht auf die Luftabwehr. Geht auf die Luftabwehr. Ja, 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 ja. Oben ist gut, oben ist gut, oben ist gut. Ja, 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 ja. Es gefällt mir, es gefällt mir. Ja, Luftabwehr Nummer 1 ist down. Eine ist noch da. Der Drache vor dem hat auch gut damit. Aua, aua, aua. Wo ist der? Haben wir auch ein Level 2 Drache bekommen. Luftmine. Da kommt die Tesla raus. Sie macht auch gut Damage. Die andere Luftabwehr ist noch nicht in Range. Leute, das wird krass. Ich glaube, wir bekommen nur 1 Stern, oder? Oder 2. Wenn wir die jetzt schnell down bekommen, hier. Oh, da kommt ein Level 3 Tesla oder so rausgefahren. Die nicht ganz so, so gut sind. Luftabwehr kaputt machen. Luftabwehr da oben. Ah, es sind alle Drachenlau. Es sind alle Drachenlau. Das wird nicht 3 Sterne. Fuck! Vitor, alles down. Nein, sie fliegen falsch. Sie stehen komplett. Da kommt eine Luftmine. Bumm, auch kaputt. Na toll. Ja, wir haben es versucht. Wir haben uns Bestes gegeben. Mehr können wir nicht machen, ne? Schaffen die 64% 2 Sterne. Ist okay, finde ich. Neuer Rekord haben wir da geschafft. Und das war ein Gegner, der sehr krass ausgebaut ist. Die Abwehr war auf Gold hoch bis zum geht nicht mehr. Von daher sage ich mal, war es okay. Haben 2 weitere Sterne bekommen. 61, 90, 62, 90. Leider werden wir das wieder verlieren. Leider, leider, leider. Aber was willst du machen, ne? Was willst du machen, ist halt so. Anders geht's halt nicht. Erstmal egal, die drauf geklatscht. Werde dann wieder fleißig meine Barbaren und meine Kundis bauen. Und zwar meine Barbaren. Und natürlich habe ich jetzt hier. Und Bogenschützen, damit ich dann weiter farmen kann. Es tut mir leid, dass wir diesen Angriff nicht mit 3 Sternen bestritten haben. Wir müssen echt so langsam unsere Drachen mehr upgraden. Wir müssen die hochziehen. Dauert doch nur 10 Tage. Mann, Lars, mach das doch mal. Dauert, wie gesagt, nur 10 Tage. Wir haben fast die 10.000 Elixier zusammen hier gefarmt und können für 12.500 dann unseren Barbarenkönig nach oben ziehen. Ich hoffe mal, das können wir dann bald machen. Das wäre dann super geil, beziehungsweise richtig nice. Was noch ansteht, ich habe 1,4 Millionen Gold und würde eigentlich gerne noch was upgraden. Ein Bauarbeiter ist ready. Wir können hier wieder 3 erstellen, natürlich. Dumm, 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 wunderbar. Und wir schauen mal eben, was ist gerade am Upgraden? Magierturm, 1, 2, 3. Wo ist denn die Nummer 4? Nummer 4, Bauarbeiter Nummer 4. Wo bist du, Bauarbeiter Nummer 4? 1, 2, 3, 4, okay. Der ist ein Eintagfeld, das heißt, morgen werde ich dann wieder einen Bauarbeiter hier frei haben. Beziehungsweise 2 in einer Stunde ist sogar auch ein Ready und der ist auch ein Eintag, also habe ich dann ganz viele morgen ready. Was würde ich denn jetzt gerne upgraden? Wir könnten anfangen, den Bogenschützenturm hier auf hoch zu ziehen. Der ist nämlich auf Level 8. Der ist nämlich noch richtig low, weil wir den neu gebaut hatten. Hier, der ist auch Level 8. Oder werden wir anfangen, schon die Kanonen hochziehen? Oder sparen wir und werden als nächstes den Minenwerfer hochziehen, der 1,6 kostet? Oder halt der Magierturm, der 1,96 kostet. Wir wissen es doch nicht. Der dauert noch 3 Tage. In 4 Tagen ist das erst fertig. Ich bin doch gerade am Überlegen und am Verzweifeln, was wir denn da so machen können. Ah, ja, ja, da muss ich auf jeden Fall mal vorbeigucken. Es ist übrigens in Planung, beziehungsweise ich habe da was vor. Ein zweites Video, was wird vielleicht bald kommen, mit Kok, wo ich ein paar Leute bewerte. Und vorweg, wenn ihr eine Bewertung haben wollt, dürft ihr nicht unter diesem Video eure Sachen reinschreiben. Sogar, Entschuldigung, sondern unter dem Video, was dann kommen wird. Also bitte jetzt nicht hier das Vollspam, hier die ganz normalen Kommentare und so weiter. Ist gar kein Problem, immer schön fleißig kommentieren. Ich lese selbstverständlich jedes Kommentar, wenn ihr Tipps, Ideen und so weiter habt, gerne rein.
Und vielleicht gibt es bald ein neues Video, wo ich dann ein paar Bases review-mäßig unterwegs bin. Irgendwie, was weiß ich, Base besuche oder der Lars besucht euch zu Hause mit seinem Pedo-Anzug oder sowas in der Art. Und dann können wir da ein bisschen rumschauen, ein bisschen rumlucken, beziehungsweise rumjucken, was da so am Start ist. Und ihr wisst ja, wie gut ich die Bases bewerten kann. Deswegen wird es bestimmt der totale Reinfall. Aber wir müssen auf jeden Fall gucken. Ich muss eh was überlegen, denn ich bin ja bald auf der Gamescom. Wie das Ganze überbrücken soll mit den Zeiten. Das sind 4 Tage, wo ich nicht aufnehmen kann. Da kann ich 4 Tage quasi dann kein Cockpart hochnehmen. Ob ich dann vorproduziere irgendwas, müssen wir gucken. Wird auf jeden Fall irgendwas ergeben und ich werde mir auf jeden Fall was einfallen, sodass ihr dann täglich eure Videos bekommt und nicht so wie vorgestern, wo der Part ausgefallen ist. Entschuldigung, es tut mir leid. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Also diese Woche bin ich auf der Gamescom von Donnerstag bis Sonntag. Was wollen wir jetzt machen? Ich wollte überlegen, was ich jetzt ausbaue. Was mache ich denn jetzt hier? Was machen wir denn jetzt? Wir haben viele Möglichkeiten, die wir durchführen können. Wir können auch einfach die Luftabwehr starten. Das dauert auch 5 Tage. Von daher so früh wie möglich, also starten wir die Luftabwehr. Luftabwehr dauert, wie gesagt, arschlange und können wir uns morgen Gedanken machen, wenn wir das nächste upgraden. Morgen werden dann, beziehungsweise in 2 Stunden, sagen wir morgen, 1, 2, 3 weitere Bauarbeiter frei. Ich würde dann gerne hier den hier auf 8 hochziehen, den Bogenschützturm, sehen wir dann morgen. Und ich will auch so langsam mal das Dunkle hier ein bisschen nach oben pushen, den Bohrer. Und vielleicht... Ja, ich sage ja immer, Minenwerfer und Magiertum sind das Wichtigste, aber wir haben gar kein Money mehr. Wir müssen mehr farmen. Lars, du musst mehr farmen. Wir können mal verteilungsmäßig Anzeigen geben. Hat mich gerade angegriffen, und zwar dieser Boy hier. Das war auch sehr brutal, was er gemacht hat. Wir schauen mal eben rein. Und zwar kam er so ran. 3, 2, 1, los geht's. Er kam von oben mit dem Barbaren, mit dem Dicken. Ist zu meiner Tesla vorgedrungen. Hat diese nicht kaputt bekommen. Da kommen die nächsten Dicken, ganz viele Bogenschützen. Da kommen die Mauerbrecher, die sich denken, Junge, ich renne einfach mal durch. Und da kommen noch mehr die Dicken. Er greift von oben an, er möchte gerne in die Base hinein. Er möchte meine Gold haben. Sehr gut, alle Dicken sind weggeflogen. Das war schon mal gut von dem Sprungbrett. Aber er hat noch mehr am Stall. Kommt schon die Clanburg raus. Oh, was hat er denn da im Petto? Richtig krass ausgebaute Dicke. Ein paar aus der Clanburg und so viele geile Heiler. Ah, die sind so gut upgraded. Eieiei. Und wir haben ein Magiertum nicht. Wir haben einen Minenwerfer nicht, weil er geupgradet wird. Das ist natürlich ein Heimspiel für ihn. Und wie easy Level 4 bewahren. King kommt auch noch rausgeklatscht und zeigt, was er kann. Ah, da kommt die Wutzauber, kommen da raus. Die Heal-Zauber. Er setzt wirklich alles rein, um meine Base reinzukommen. Ja, der Loot ist angenehm. Beziehungsweise ist ganz ordentlich bei mir. Er hat jetzt 130.000, 92, hat noch 90.000 ungefähr vor sich gerundet. Ja, er haut viel raus. Er zeigt auf jeden Fall sein Elixier und klatscht das auf jeden Fall gut weg hier. Er hat alles mögliche an Elixieren rausgehauen. An Zauber meine ich natürlich. Sehr gute Magier am Start. Hat Barbaren King auf Level 4. Und ja, jetzt geht er aber down hier, glaube ich. Ja, die Tesla-Spur ist stärker wieder. Jawoll. Und das letzte Goldlager bekommt er nicht. Haha. Und wo will der jetzt hin? Ich weiß nicht. Er ist down. Und ich denke mal, der letzte Bogenschütze da wird auch nichts mehr reißen. Hat einiges gewonnen. 132.000, 596 Dunkles. Das hat sich gelohnt. 596 Dunkles. Du Drecksack, hast mir so viel Dunkles abgezogen, deswegen hasse ich dich. Ich hasse dich wie die Pest. Ja, ob sie das gelohnt hat von den Ausgaben, ich glaube kaum. Aber naja, ne? Was haben wir noch für einen Angriff bekommen? 225 Bogenschützen, komplett ausgebaut. Das sieht interessant aus, da schauen wir auch mal rein. Alter, 225, was ist denn los mit dem? Okay, Bogenschützen da überall, überall rum zu Bogenschützen, die komplett ausgebaut sind. Glaube ich zumindest. Waren die Level 5 oder Level 6? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, die waren schon ziemlich krass ausgebaut. Da holt sich erstmal da die ganzen Sachen hier raus. Da waren die Riesenbombe, die alle getötet. Die können wir weiter vorspulen. Er schickt halt nur Bogenschützen rein, ne? Nur die ganzen Bogenschützen kommen da. Und er zeigt halt, was die Bogenschützen können. Und die Bogenschützen sind stark, wenn so ein Minenwerfer, wenn ich in Range ist, weil er gerade geupgradet wird. Also glaube ich, wenn der Minenwerfer hier am Start wäre, er hätte alles hier weggebombt. Richtig schlau gemacht, auch von da anzugreifen. Da sieht man, der eine Minenwerfer sofort alles gekillt. Ihr seht es, wenn der Minenwerfer hier am Start wäre, hätte der nicht mal die Hälfte bekommen. Er hätte einfach nichts bekommen. Mein Dunkles auch gar nicht. Also da hat er auf jeden Fall gezeigt, dass, deshalb sieht man wieder, dass der Minenwerfer sehr wichtig ist. Natürlich schlau von ihm da oben anzugreifen. Und das war ein dicker Fail von mir. Ja gut, Fail nicht ist es halt so. Muss halt geupgradet werden. Was soll ich da machen, ne? Ich muss ja meine Verteidigung irgendwann hochziehen. Er hat sehr viel Loot gewonnen. Ja gut, 104, aber 300 wieder Dunkles bekommen. Für nicht großen Einsatz, weil er halt nur Bogenschützen hatte. Deswegen sieht das Ganze doch ziemlich in Ordnung aus. Ja. So sah das aus. Habe ich noch einen Angriff abbekommen? An Verteidigung, Verteidigung. Ja, hier nur so kleinere. Das war eine ziemlich krasse Angriff. Die ich euch leider nicht mal zeigen kann. Ist das jetzt Maximum gewesen von den Bogenschützen? 1, 2, 3, 4, 5. Gibt es noch 6? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Meine Angriffslogs waren hier nicht so berauschend. Da ging's. Können wir kurz reinschauen. Habe ich halt rausgesucht, den alten Fresh Boy.
War es nicht sogar, hatte ich das nicht sogar im letzten Part gemacht? Ich habe halt jetzt einen Part schon mal vorproduziert hier. Ich glaube, das war auch vom letzten Part, deswegen schauen wir da nicht nochmal rein. Sonst wiederhole ich mich ja. Ich sag mal, der Loot ist ganz akzeptabel, aber ich hatte schon mal besseren Loot. Ich weiß nicht warum. Irgendwie spielen die Leute mehr, wegen Urlaub, beziehungsweise wegen Ferien vielleicht. Ja Leute, dann sind alle 5 Bauarbeiter beschäftigt. In 2 Stunden werde ich dann den hier vielleicht für den Bogenschützenturm einsetzen. Der wird dann auch für 3 Tage geupgradet. Und wenn es euch wieder gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und überlegt euch das Ganze. Ich bin der Lars, ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal und tschüssi. Nice.